So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, Voltolos kommt in die Raids. Wir sind hier wieder mal bei der Psychiatrie. Wenn ich euch rumdrehe, seht ihr hier einen Fußballplatz. Hier seht ihr eine Tischtennisplatte. Dort seht ihr den Minigolfplatz. Also das sind ja verschiedene Bahnen. Hinter der Hecke erkennt man jetzt vielleicht schlecht. Ich sehe es näher als ihr. Da vorne ist noch eine zweite Tischtennisplatte. Und die Arena ist nämlich auch die Tischtennisplatte. Das ist sehr cool gemacht. Das haben wir euch ja schon mal gezeigt. Ich möchte euch das jetzt hier nochmal zeigen. Dafür stelle ich euch aber gleich erstmal hin. Hier steht zufällig so ein Kasten. Der ist so abgeschrägt. Erst habe ich gedacht, ich stelle mich hier hin ans Pult wie so ein Redner und rede hier und mache den Raid. Dann habe ich gedacht, der Hintergrund, naja. Also stelle ich mich jetzt einfach auf die andere Seite. Und dann habt ihr diesen Hintergrund. Sieht irgendwie besser aus, vor allem hier so. Aber ich glaube, man erkennt sowieso nichts vom Hintergrund. Also dürft es auch egal sein. Ich stelle euch trotzdem mal hier ab. Ungefähr so. Dann kann ich euch natürlich nochmal sagen, wie die Arena heißt. Hier sind nämlich vier Stops, wenn ihr das seht. Da ist einmal hier dieser Stop. Öffentliche Minigolfanlage im Park. Steht da dabei mit Bild. Dann habt ihr hier das Fußballfeld. Dann habt ihr hier das Volleyballfeld. Noch ein Stück näher. Das Volleyballfeld haben wir auch noch da. Und die Arena ist dann demzufolge die Tischtennisplatte. 50 ist der Raid angesetzt. Jetzt ist es 41. Da ist noch ein bisschen Zeit. Hier Tischtennisplatte ist sogar eine X-Raid-Arena. Und wer heute alles mitmacht, ich habe wieder den Raid in dem Community-Tab gepostet. Das heißt, wir gucken mal hier drauf. Wer nicht weiß, wo man den Community-Tab findet, wenn ihr auf dem Kanal seid, habt ihr hier verschiedene Tabs. Übersicht, Videos, Playlists, Mitglieder, Kanäle, Kanalinfo und direkt dazwischen stand Community. Und das sind die Community-Posts auf dem Community-Tab. Und ich habe sonst immer so gemacht, ich habe eine Übersicht gepostet über die Konta, die WP, und alles andere, also IV, leider haben sich darunter die Leute mal eingetragen. Deswegen in letzter Zeit habe ich so gemacht, dass ich, wenn ich den Community Raid poste, ihn zusammen mit diesem Bild poste, damit die Leute eben das Bild haben und die Anzeige. 9.50 Uhr, Voldolos, Community Raid, Ivar Mild und Pikant laden ein, Trainercode und Ingame-Name in die Kommentare. Die ersten 10 werden geladen und bekommen ein Herz, sobald die FA raus ist. Aber irgendwie verstehen das trotzdem die meisten nicht. Wir gucken jetzt mal, wer heute dabei ist. Kevin wird eingeladen. Kevin hat ein Herz bekommen. Der Oliver ist dabei. Shania ist dabei. Lost Lift ist dabei. Kulidita ist dabei. Das sind 5 auf einem Handy. Und dann habe ich das andere Handy genommen. Habe Wobima geedit. Carsten, Schnitzelmann, LOL und Baba. Und dann kommt hier einfach Kimi und schreibt Hi. Matthew Lane hat es leider nicht reingeschafft. Remmele nicht reingeschafft. Sorry, Florian leider nicht. Raffi Tebo nicht. Kann ich mitmachen? Theoretisch sehr gerne. Ansonsten empfehle ich dir, weil jetzt der Platz schon voll war, nutze die Raid-Gruppen, die wir angeboten haben. Oder Samstag Raids für Zuschauer mit Voldolos. Ist ja die einzigste Möglichkeit. Nächstes Wochenende ist das nämlich schon wieder weg. Dann gibt es aber Voldolos in der Tiergeistform. Und dann kommt Yirlishen. Ach Mist, dachte erst später kommt der Raid. Yirlishen hat eben noch gesagt, diesmal schaffe ich den Raid. Diesmal entgeht er mir nicht. Diesmal trage ich mich ein. Und was hat er gemacht? Er hat es verpasst. Nur weil ich diesmal das Bild zusammen mit dem Raid gepostet habe. So funktioniert das, genau. Jetzt muss ich mal warten, bis hier ein Pokémon kommt, fange das dann im Übergang. Und würde sagen, sehen wir uns gleich zurück, wenn der Raid losgeht. Ich nehme schon mal hier die Kampfhaltung ein, indem ich mich nackig mache. Ne? Kapuze weiter hinten auf, damit es noch nackiger aussieht. Ansonsten ist es heute ziemlich windig und irgendwie stand was da von 10 Uhr Regen. Jetzt ist es 9.44 Uhr. Noch 5 Minuten, dann geht der Raid los. Dann laden wir euch ein und gucken mal, ob es ein gutes ist, ob es ein schlechtes ist und ob ein Shiny dabei ist. So, es ist jetzt 49. Das heißt, ich gehe schon mal auf die Arena drauf. Werde schon mal die Arena drehen.
Drehe 14 von 15 Tagen hintereinander einen Pokestop. Das ist doch richtig genial. Jetzt verpasse ich gleich wieder alles, aber für was ist das jetzt? Ich habe hier noch diese Level 48 Herausforderung. Das ist es aber nicht. Wir haben die Level 50 Herausforderung. Das ist es. Und immer noch das mit dem Mew. Das sind wir jetzt bei 19. Ihr könnt ja mal eure Fortschritte reinschreiben für die Level 50er, wie weit die sind. Jetzt ist es 50. Das heißt, wir gehen jetzt drauf, werfen hier mal den Passeigen überall. Und an den zwei iPhones müssen wir wieder einladen. Wir gehen also wieder auf Einladungen. Wir drücken den Punkt rein. Baba, Lol, Wobima, Schnitzelmann und Carsten, Oliver, Lostlift, Kevin, Kulidita, Genaya. Jetzt sind theoretisch alle eingeladen. Okay, Jojo ist auch da. Jojo. Jojo hat's verpasst. Aber Jojo ist trotzdem da und Jojo macht trotzdem mit. Grüße gehen raus an Jojo. Wenigstens bist du vor Ort da, ne? Da hinten steht er. Seht ihr ihn? Ne, den könnt ihr nicht sehen. Warte mal, ich muss es mal so rum machen. Da hinten ist der Jojo. Weil hier ist ja das Handy eingeblendet. Also, Jojo ist auch da und es ist sehr schön, dass ich hier diese Ablage hier hingelegt habe. Wenn ihr euch da nämlich mit den nackten Armen drauflegt, werden die Arme trotzdem warm. Das ist sehr cool. Jetzt kann ich mir das hier noch ein bisschen zusammenbasteln, dass ich das zum Drücken habe. Müsste nämlich zwei immer oben lassen, den Rest immer so nach unten tun. Und die besten Konda, wer es gesehen hat, sind Gestein oder Eis. Gestein, Eis. Vielleicht würde auch Elektro gehen. Gestein, Eis ist aber sehr gut. Ihr habt jetzt hier Rihonyo drin. Bei Rihonyo weiß ich aber nicht. Bei manchen habe ich da, glaube ich, sogar noch Bodenattacken drauf. Ich würde also trotzdem mal meine Mamudel-Armee nehmen und würde mit Mamudel kämpfen, weil Mamudel oder auch Mamutel genannt ist einfach ein sehr cooles Pokémon. Irgendwie fehlt aber einer, weil wenn Jojo drin ist, müssten wir eigentlich ja mehr Leute sein. Wir müssten ja dann eigentlich 17 sein. Also Jojo ist drin, aber der ist vor Ort. Schnitzelmann, Kurli, Carsten, Lostlift, Genaya, Oliver, Wobima, Lol, Baba. Einer fehlt. Wenn ihr wisst, wer fehlt, schreibt es in die Kommentare. Oder wenn du weißt, dass du selber fehlst, dann schreib es halt auch mal rein. 100% Wert, 1911, merken wir uns auch. Gucken, dass wir wieder auf die Ladeattacke draufdrücken, damit wir die Leute nicht triggern. Ansonsten hier oben. Das Rihonyo hier oben zum Beispiel hat Kraftkoloss. Despota Steinkante. Rihonyo Felswerfer. Hier ist ein Knackrack drin mit Wutanfall. Aber unsere Mamutel oder Mamutel-Armee hat natürlich Lawine. Hoffe ich. Nicht, dass da plötzlich eins mit Gähner ankommt. Das kannst du zwar gar nicht lernen, aber nimmt natürlich recht zügig ab. Ich denke mal, Voldolos ist auch ein Raid-Boss, den ihr gemütlich im Duo bezwingen könnt. Das ist eben gut für Raids für Zuschauer am Wochenende. Wenn die Leute sehen, ah, wir sind nicht 10 Leute, wir sind nur 5. Habt keine Sorge, ihr werdet den trotzdem eigentlich packen. Beziehungsweise war es bisher immer so, wenn eine Gruppe einen Raid nicht gepackt hat, für den wir eingeladen haben, dann sagt kurz Bescheid im Chat, wir haben es nicht geschafft oder so. Und dann sollen die Leute eben nochmal ihren Namen sagen, dann werden die natürlich nochmal zu dem gleichen Raid eingeladen. Haben wir bisher immer so gemacht, werden wir sicherlich auch bisher weiterhin so machen. Theoretisch kann ich ja gleich nachgucken, wer wo aufgestiegen ist und wer nicht. Dann sehe ich, wo ein blauer Kreis fehlt. Jetzt gehe ich dir erstmal hier hinten durch. 1869, 1863, 1866, 1884, 1880, okay. Und der Große mit 18 Bällen, den haben wir jetzt da. Da möchte ich euch aber mal wieder hier ausziehen. Ungefähr so. Aber stelle ich euch jetzt hier rüber, wenn wir fangen. Das ist nämlich extra delicious. 54 Sekunden Spielzeit. Und es ist ein 1870. Leider nicht das Beste, leider kein Shiny. Montag gibt es eine Raid Mania. Montag gibt es eine Raidstunde mit Voldolos, weil das eben am Mittwoch nicht mehr da ist. Am Dienstag wechselt das schon wieder. Das heißt, Montag 18 Uhr gibt es eine Raidstunde. Merkt euch das. Normalerweise immer mittwochs, aber diesmal gibt es Montag eine mit Voldolos. Deswegen denke ich, am Montag in der Raidstunde wird das Shiny wieder kommen. Hat gestern ja auch funktioniert mit Boreos. Hatte nur
4 Raids oder so vorher gemacht, jeden Tag den täglichen Pass und dann in der Raid-Stunde erste Einladung direkt Shiny bekommen. Ging sich also aus. Und ansonsten sind die Teile ja eh nicht so krass und nicht so stark. Da wartet man lieber auf die Tiergeistform. Und die sind dann, glaube ich, wieder 2 Wochen drin. Das heißt, jede Tiergeistform hätte 2 Raid-Stunden und damit 2 Raid-Manias. Da kann man ruhig mal mehr drauf kloppen, denn so ein 100er Demeteros in der Tiergeistform ist auch einfach ein starker Prügel. Ah. Konzentration, ja, du kleine Bratwurst. So, da unten tummeln sich die Leute. Gruppenversammlung, der ist drin. Wollen wir nochmal nachgucken kurz, wer nicht dabei war. Wer es bis jetzt schon erkannt hat oder weiß, schreibt es mir rein. Sonst bewerten wir den mal kurz. Straufhain Thüringen. 14, 13, 10 sieht das hier aus. Packen wir mal weg, da sitzt noch ein Kiesling. Shiny Check. Nix, können wir ausmachen. So, ich gehe mal hier bei den anderen kurz zurück. Die fange ich nämlich jetzt nicht. Mache ich eigentlich nie. Meistens fange ich was neben der Arena sitzt. Wir checken mal ab, wer der Übeltäter war. Müssen denn nur wieder die Punkte hier eingeben. Baba, LOL, Wobima, Schnitzelmann, Carsten. Auf dem sind alle blau. Da waren alle drin, da haben alle mitgemacht. Also muss es auf dem anderen sein. Oliver. Kulidita, Shenaya. Es sind sogar 2. Hä? Kevin steht hier und Lost Lift steht hier. Also Kevin und Lost Lift waren wohl beide nicht drin, haben beide nicht mitgemacht. Obwohl wir 16 waren. Aber Jojo war drin. Das heißt trotzdem, die Fanraid-Plätze hätten nicht voll sein können. Einer hätte theoretisch Platz gehabt, einer von beiden. Also bei einem von beiden muss es theoretisch nicht gepasst haben. Und irgendwo war dann wohl doch vielleicht ein Fremder mit dabei. Ich habe keine Ahnung, ich blicke gar nicht durch. Sagt ihr mir mal, woran es gelegen hat. Lost Lift, Kevin, schreibt mal bitte in die Kommentare, was passiert ist. Habt ihr es verpasst? Hattet ihr keinen Fanraid-Pass mehr? Ist die App abgeschmiert? Sonst was? Oder warum war der nicht im Raid? Warum steht hier kein blauer Kreisel dran? Das muss ich wissen. Das ist wichtig. Das schreibe ich mir in den Kalender. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend im Rauchstream. Ihr habt nämlich alle abgestimmt, dass ihr einen Rauchstream heute Abend haben wollt. Also werden wir heute Abend rauchen und die 45 Stahl-Pokémon voll machen. Ansonsten schreibt mal rein, habt ihr ein Gutes bekommen, habt ihr ein Shiny bekommen, habt ihr ein 100er bekommen, habt ihr irgendwas, schreibt's rein. Wir sehen uns heute Abend, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.